Konbanwa, meine Damen und Herren, es geht weiter mit Fallen Legions, Sins of an Empire. Und ja, im letzten Video habe ich ziemlich kämpfen müssen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Storytechnisch muss ich echt gestehen, ich komme nur am Rande mit. Ich sag mal, dieser Umstand, dass dieses Grimoire mit Cecile verbunden ist. Und eben definitiv eigene Ziele verfolgt. Das ist direkt klar. Das ist sehr blutrünstig, gnadenlos und verschlingt Seelen. Und ich frage mich wirklich auch, ob die Fraktion hier die Seite der in Anführungszeichen Guten ist oder auch nicht. Und ich glaube, diese gesamte Auflösung werde ich wahrscheinlich tatsächlich haben, wenn ich Rebellion spiele. Aber wir werden es erstmal sehen, wie das hier weiter verläuft. Wie das über den gesamten Spiel ja, Zeitraum hinweg dann abläuft, storytechnisch. Es gibt so ein paar Schlüsselnamen, die merke ich mir, dann weiß ich, okay, mit der habe ich eher so eine Verbündetengeschichte. Dann gibt es eben sowas wie diesen Legatus, der zumindest unser oberster Feind ist, wenn man so möchte. Ist aber auch schwierig zu identifizieren. Und wir haben auch noch gar kein Gesicht dahinter. Deswegen, das alles ist etwas noch schwierig, storytechnisch zu erfassen. Aber was ich ganz genau sagen kann, ist, dass das Kampfsystem göttlich ist. Und das zieht mich auch weiterhin in das Spiel hinein. Und wir werden jetzt mal gucken, wen wir jetzt von unserer Truppe dann noch mitnehmen werden. Und zuallererst checke ich jetzt nochmal, ob diese Gemstones das Gelbe vom Eisen oder wenn ich mittlerweile auch ein paar neue Gemstones drin haben, bei denen wir dann sagen können, okay, wir nehmen was anderes. Und ich glaube, ich werde mal testweise Zulfiger rausnehmen und die Lancerin mitnehmen und einfach mal schauen, wie es mit der Damentruppe so läuft. Abgesehen von Apollon. Sorry, Apollo. Crack Ruby, Winchester shifts to Ravager Stance. Ich weiß nicht, was sie da macht. Aber Apollon Deathblow do extra damage, also does extra damage eigentlich, aber wir können es nicht verdenken. Sie haben sich sehr viel mehr auf das Kampfsystem konzentriert. Und Yami Yami Tami ist immer noch der geilste Entwicklerstudio-Name, dem ich bisher begegnet bin. Und da gibt es schon einige gute, aber Yami Yami Tami ist wirklich ein sehr guter Name. Ich stelle mir vor, wie so lauter etwas dickere Entwickler in dem Studio hocken, sich vollstopfen, zufrieden sind und einfach nur coden. Und das ist auch gut so. Und wir sind jetzt in der Patient Library angekommen. Lange Rede, kurzer Sinn, lasst uns das Spiel starten und ein bisschen uns in die Action begeben. So, Longinus Agile Lance nehmen wir jetzt mit. Mit der Vulture Scar. Ist zwar erst getriggert ab einer 6-Hit-Kombo, aber ich denke jetzt, wenn wir jetzt gerade noch die beiden Range dabei haben, ist das perfekt. All Range Characters automatically target this foe for 10 seconds. Es gibt dann Full Damage durch die Ranged-Klassen auf die Gegner und ich glaube, das könnte sehr interessant werden. Hier ist Winchester the Piercing Bullet oder auch Winchester Rotkäppchen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Klasse Charakter. Und sie hat die Mind Sniper. Mit der Mind Sniper können wir Mages verstummen lassen. Und das für sage und schreibe 5 Sekunden. Das ist schon lange. Ne, das sind so 10 Sekunden, meine ich. Lass nochmal zurückgehen. Ich will nicht mit meiner kompletten Inkompetenz glänzen und wir sehen hier 10 Sekunden sogar. Sage und schreibe 10 Sekunden. So, Mind Sniper. Und Apollon ist natürlich auch am Start. Bogenschütze darf nie fehlen. Der ist dabei und Apollon hat einen neuen Deathblow, Avalanche. Beschießt den hintersten Feind. Wunderbare Sache. Lass uns mal mit dieser Party testen, wie der weitere Spielverlauf so vonstatten geht. Zulfugar hat mich enttäuscht. Zulfugar geht jetzt auf die Ersatzbank. Ich bin der Coach. Ende. Maurice. Ja, er schlägt vor, dass wir uns in der Patient Library, also in der Patient Bibliothek, ausruhen.
Er macht sich Sorgen um den Zustand von Cecil. Ja, und sie lügt, sie sagt, ja, das muss an der Wyvern gelegen haben, am Anblick der Wyvern. Aber wir wissen, dass es, dass sie der Horror gepackt hat, weil sie ist verbunden mit dem Grimoire, sie spürt stellenweise eben das, was das Grimoire spürt, wenn es Seelen verschlingt, nämlich die Emotionen der Verstorbenen. Und was sie so sehr schockt, ist der Umstand, dass sie dieses Gefühl als positiv empfindet. Ich bin gespannt, wie sich Cecile noch verändert und was mit ihr noch passieren wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Happy End für sie gibt. Böse, böse, nennen wir sie Demonstranten. Die Schiele auf dem G20-Gipfel. Böse, böse Demonstranten haben die Persian Library angezündet. Und ja, das, sagen wir mal, mit CGI versehenen Material, Videomaterial, unmanipuliert, das liegt uns leider aktuell nicht vor. So, wir blockieren Michaels Bestrebungen. Michael ist mir sehr unsympathisch, er unterjocht das Volk, geht sehr grausam mit ihm um und erhöht ständig die Steuern. Gracia lassen wir noch ein bisschen weitermachen und wir fordern, wir stellen Forderungen. Wir müssen schon ein bisschen zeigen, so dass wir die wahre Königin werden. Oh, es geht los. So, jetzt muss ich wieder ein bisschen umstellen und vor allem daran denken, dass ich den Defensive Debuff von Ruckkettchen nutzen sollte. Und zwar immer dann, wenn ich perfekt geblockt habe. Das heißt, ich muss mir angewöhnen, nach perfekten Blocks X zu drücken. Aber es ist gar nicht so einfach. Also muss perfekt geblockt werden und dann ein perfektes Timing hinterherkommen. Aber ich liebe das Artwork. Das Artwork ist richtig geil. Ja, mit der Lancer wirkt es irgendwie, scheint es besser zu laufen. Und sie hat auch viel HP. Schaut mal oben. Also, das war eigentlich mein Hauptkriterium für Sulfugar. Und gar nicht sein Sky Splitter, der viel Schaden bei einem Gegner macht. Oh, da muss ein bisschen aufpassen. Ein bisschen ist gut. Aber mir fehlt jetzt gerade noch die Konzentration, es dauert ein bisschen, bis ich hier warm werde, weil hier schon einiges abgeht. So, ein bisschen AP aufbauen. Schwer, das ist schwer zu verteidigen. Diese scheiß Mistgabel. Es gibt ein ganz schlechtes Rating. Yes. Das ist der neue Skill, der neue Deathclaw. Und ich frage mich, ob diese Combo-Balken unten, ob das zufällig ist, was eben da noch so an, ja, Boni reinkommt, weil ich habe jetzt zum Beispiel zweifach Schaden, glaube ich, ist es, auf dem dritten. Und, auf dem vierten, auf dem fünften. Und irgendwie komme ich nicht klar und ja, Rotkäppchens Debuff kriege ich kaum gezündet. Da muss ich irgendwie gucken, woran das liegt. Nach einem perfekten Block muss man darauf achten, dass das vielleicht auch nur das Reflecten ist. Müsste sie eigentlich dieses Ice Glaze, glaube ich, heißt das, dann casten. Damit debufft sie die Gegner ein bisschen. So, random shot. So, jetzt müssen wir aufpassen. Ah, da stirbt sie schon. Macht nichts, nur noch so mal sie. Oh, sie geht aber mit weniger HP rein. Ah, okay. Na,
Unsere Lancer ist jetzt mit weniger HP drin. Jetzt habe ich das Blessing verpeilt. Irgendwie bin ich nicht auf der Höhe. Das war keine gute Runde. Defense 10. Ich glaube, das erste Mal, dass ich einen Offense D habe. Hätte besser laufen können. Max Chain 21 ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Aber ich habe auch gemerkt, ich habe die ganze Zeit währenddessen überlegt, wie baue ich die Route auf. Und ja, das muss ich mir angewöhnen, dass ich da mir vorher überlege, wie ich mit der Truppe dann genau wie schalte und walte. Speichern wir kurz. Dann gehe ich nochmal in mich. Gehen wir mal kurz zum nächsten Plan. Link Attack fires a bullet that weakens an enemy's attack power. Genau, und direkt eigentlich nach dem Block. Das prüfe ich gleich nochmal in der Collection. Genau, entweder wenn ich einen Angriff abbreche, indem ich die Anordnung der Exemplare ändere. Oder mich mit einem anderen Charakter nach einem perfekten Block angreife. Okay, darauf konzentriere ich mich jetzt trotzdem ein bisschen. Das lief ja noch gut. Rauspacken wir aber. Na, ich brauche halt diese Free Attack für die zusätzliche Combo Bar. Schade finde ich, dass ich nicht. Dass ich mir merken muss, wie viel Combo Bars ich tatsächlich habe. Aber. Ich denke, das eliminiert sich auf Dauer. Standard ist wohl 4 und ich habe 2 Combo Bars extra drin, einmal durch den Brilliant Amethyst und Cracked Sapphire. Und ja, ich habe da überhaupt keine Chance, was auszutauschen. Ich hätte gerne noch die Winchester-Geschichte drin, wobei ich packe den Arcane Aquamarine raus. Weil Apollon Speed plus 10% und Winchester kritische Attacken, ja, senken die Verteidigung der Feinde komplett. Also des jeweiligen Feindes, der wohl von dem Crit betroffen ist. So. Hamlet Mines. Immer die Minen. Longinus. Ribbonfang. Ja, wir nehmen jetzt Ribbonfang. Ich habe gemerkt, auf die 6er Combo komme ich kaum. Und wenn ich das mache, könnte ich mir doch überlegen, nochmal die Gemstones auszutauschen, weil ich keine 6er Hit-Combo gerade ausführe. Das mache ich auch. Keine der Exemplare, die ich jetzt aktuell dabei habe, nutzt die 6 Hit-Combo, doch. Es ist so, Apollo nutzt sie und die werde ich auch nicht auspacken, die lasse ich jetzt erstmal drin. Okay, dann sind wir ready. Ehrlich jetzt. Winchester. Mein Sniper und Apollon. Das neue Dream Team. Gut, wir haben nicht allzu viele Alternativen, aber mir gefällt es doch ganz gut. Ich muss mir überlegen, mit wem ich den Eröffner mache, und das wäre eigentlich. Ja, Longinus. Heißt sie Longinus? Ihr Name ist irgendwie total strange. Ich nenne sie aber die Lancer. Das ist einfacher. Der kann casten oder was? Kann man eigentlich mein Caster reinpassen? Mein Sniper. Das Eisenerz hat ein seltsames Leuchten. Okay, diese Steine können ein schwarzes Gift absondern. Okay,
Okay, mit diesen Steinen kann ein fähiger Schmied ein ätherisches Schwert herstellen, das sich durch Rüstungen bohrt. Oder ein Spektraldolch. Yes. Wir können nun Gemstones herstellen, die mit dem Spectral Gas Spell fusioniert werden, versehen werden. Was auch immer das heißt, es klingt gut. Jetzt mein Sniper und gesealt. Zumindest hat das mal geklappt jetzt. Ist eine 6-Hit-Combo, aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, einfach vom Timing her nicht sauber drin zu sein. Unsaved Individual. Nehmen wir fest. Le Frosch lässt grüßen. War nicht sinnlos. Kein Caster da. Echt gucken, dass ich effektiver werde. Oh, der Bogenschütze ist gar nicht schlecht. Ich glaube, der kann mir noch Probleme machen. Den Ritter sollte ich auch bald mal down kriegen. Ja, das war's schon mal. Yes, das war doch mal eine Kombo. Aber ich glaube, es dauert richtig lange, zumindest bei mir, bis man mal irgendwie wirklich in den Flow kommt und das so sauber macht, dass man wirklich dann auch saubere und effektive Kombos auspackt, vor allem situationsbedingt. Ich treffe zum Beispiel noch immer noch nicht so richtig mit Winchesters Debuff, der direkt nach dem perfekten Block eben als Link Attack ausgeführt werden soll. Ich komme nur so mit Ach und Krach durch, also die Offense dürfte nicht gut ausfallen wieder. Okay, er hat ein altes Siegel gefunden und glaubt daher, dass das Gastons Familie gehört, das ist eine Blutlinie, diese Mine. Ja, und Cecile meint, dass Aschemagnetit, das es hier drin gibt, mit dem man eben exorbitante Waffen herstellen kann, was wir jetzt vorhin ja gelernt haben, könnte ihr einen entscheidenden Vorteil im Krieg gegen Legatus geben. Okay, also wissen wir schon mal, warum wir in den Minen sind. So, wir lehnen das ab. Gaston erhebt Ansprüche auf die Mine. Aber das können wir nicht zulassen.
glaube, ich habe noch keinen einzigen Schuss von denen reflektiert. Wieder nicht. Übel. Jetzt. Ich will das Eisfangstes an ihm üben. Ja, dazu müsste ja, die Lancer vorne sein. Ja, zumindest nicht die Winchester Rotkäppchen. Ah. Ja, zumindest hat bei ihm jetzt der Link geklappt. Zumindest auf Apollon. So, Revolta ist ausgebrochen. Wir infiltrieren es. Jetzt, ne. Aber er führt trotzdem Wyvern Fang aus. Das ist sehr gut, das ist ein AOE. Die Wölfe haben echt eine hohe Angriffsrate. Und dann oft dreimal. Irgendwie schwer. Ich tue mich echt schwer mit Scheißwölfen. Ja, endlich. Jetzt sind sie die Fenster. Das kann er erstmal gut auspacken. Da hat die linke Attacke mal auf Miss Winchester geklappt. So. Jetzt gucken wir, dass eine Kombination noch hinpacken. Das kriegen wir nicht hin. Klappt mit Apollon. Ich wollte nicht, dass Apollon noch seinen 6 Hits Deathblow ausführt. Offense S. Defense B. Hätte ich jetzt nicht erwartet. In der Offense hätte ich eher so ein B erwartet, aber ich bin zufrieden. Es ging jetzt etwas besser. Und es ist echt eine Trainingssache irgendwie. Also. Aber so eine Flow zu kommen, das dauert ein bisschen, finde ich. Und es ist schwierig mit zwei Ranged, merke ich auch. Weil sie ein unterschiedliches Timing haben, wann sie auch etwas ausführen. Ist nicht so einfach, wie es aussieht. So, und wir können, hieß es jetzt, irgendwas tun mit den Gemstones. Nur sehe ich aktuell noch keine Möglichkeit. Vermutlich kommt das im nächsten Abschnitt. Und ja, das gucken wir uns natürlich an. Im neuen Video. Danke euch fürs Reinschalten. Das ist Fallen Legion, Sins of an Empire. See you next time.